Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyreon. Was? Nein. Ach, können wir es nochmal machen? Ach man. Nein. Können wir es nochmal machen? Doch, nochmal machen. Ich habe heute. Herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved. Mit dabei sind wie immer die liebe Xyra und der Gorondor. Mein Name ist Vekvai und ich habe es eben richtig verkackt. Dafür hast du das sehr professionell nachgeholt. Genau. Ja. Ah, wenn man davor vier Folgen mit Pyrion aufnimmt, dann kommt das so. Ja, ist schlimm, ne? Wo ist denn unser kleiner Tiefflieger? Wie schön die Köpfe sich gerade drehen. Wollten wir uns eigentlich. Wie spät ist es denn jetzt? Ach, 16, okay, es wird ja leicht dunkel dann, ne? Ja. Oh. Ihr seid schon unterwegs Richtung Brontoberg oder? Okay, alles klar. Dann macht ihr schon mal. Ich besorge mir auch noch mal ein bisschen Fleisch gerade. Obwohl, es ist albern, ne? Eigentlich könnt ihr mit Fleisch werfen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir kriegen genug Fleisch zusammen. Oh, in erster Linie sind hier ganz viele Ameisen, die mich gerade angreifen. Auf dem. Boah, schön. Der Gepitchen ist gelb. Ups, jetzt muss ich mal landen, stellt fest. Keine Ausdauer mehr. Sie sehen ja schon geschmeidig aus so nebeneinander, ne? Ja, das habe ich eben auch gedacht. Hey, komm her. Twike, stirb. So ist gut. Braves Twike. Ja, hast du fein gemacht. Nein, irgendjemand muss ja mal. Irgendjemand muss ja mal Tero ernähren. So, ich komme mal zu euch rüber. Am Brontoberg, sagt ihr. Na, jetzt schon ein bisschen hinterm Brontoberg. Naja. Richtung blauen Pylonen. Oh, da so, bist du ja schon. Oh ja, da seid ihr, ja. Okay. Moin. So, jetzt muss nur noch dunkel werden, ne? Ja, in der Zwischenzeit legen wir mal alles, was hier so rumkreucht und fleucht. Häng an deinem Schwanz fest. Oh, Entschuldigung. Das ist. Ich meinte eigentlich Goros Schwanz, aber okay. Wenn Bad das wüsste. Die Grundaussage ist auch ohne Namen ist es einfach. Schwierig. Ey. Aber da kann man echt nur hoffen, dass es nicht auf YouTube Leute gibt, die irgendwie wahllos Tonschnipsel von Leuten nehmen und daraus irgendwelche Videos machen. Ja, also das könnte natürlich wirklich übel enden dann. Ja. Was sind das hier? Achso, jetzt nur Pflanzen, glaube ich. Ja, das ist krass. Sieht irgendwie ganz interessant aus auf dem. Das war ein Kompi-Schwadron, was ich hier gerade erwischt habe. Oh, hier ist ein Kano. Ich bringe ihn mal mit. Ich häng fest. Komisch, ich dachte, du hast immer den Land Rover unter den Hintern. Ey, beiß mir noch nicht in den Arsch. Jo. Blöder Kano. Muss man eben landen. Ich glaube, ich hoffe, ihr seid da in der Richtung. Durch den Wald einmal durch. Wir sind irgendwie falsch rumgelaufen, sehe ich gerade, ne? Wir sind nach unten Richtung Sumpf. Achso, ihr seid Richtung Sumpf. Ich bin Richtung Berg. Dann hänge ich den Kanu einfach mal ab. Ja, gut, dann machen wir hier unten die Runde und umlaufen den Sumpf, würde ich sagen, ne? Ja. Weil Sumpf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Moment, welchen Sumpf überhaupt? Seid ihr nach links oder nach rechts? Wir sind Richtung Süden gelaufen. Ah, okay. Und wir laufen jetzt Richtung Osten an der Küste lang und kommen dann oben beim Berg wieder rum. Hoffentlich. Ich bin dir ehrlich gesagt blind gefolgt. Ja, und ich habe mich einfach so durch den Wald gebissen, ohne die richtige Richtung. Die können ja aber auch überall sein, ne? Oder ja, eben. Es geht ja in erster Linie darum, dass du in der Nähe bist, wenn wir sowas zerfleischen. Mit Absteigen mithelfen. Okay, ihr seid aber nicht im Sumpf, ne? Nein, Randgebiet. Okay. Randgebiet, das ist aber sehr schwierig, das mal zu sehen. Sehr baumig. Wahrscheinlich seid ihr etwas weiter oben noch. Ihr seid nicht bis ganz nach unten ans Wasser. Und ich sehe euch nicht. Ich finde euch auch gerade nicht. Ja, diese
Oh, hier ist ein Gigant. Nee, das ist ein Bronto und hier ist ein anderer Rex. Da seid ihr nicht an vorbeigekommen am Bronto. Bronto habe ich nicht gesehen. Der würde nicht mehr stehen, wenn wir da gewesen wären. Positionsmäßig sind wir bei 64-52. 64-52. Ach, da muss ich einfach nur nach Norden jetzt. Alles klar. Ich lasse zwischendurch mal so einen Brüller ab, dann hörst du da auch was. Ich muss jetzt einfach nur stumpf nach Norden, dann bin ich gleich bei euch. Das war. Oh, Level up. Sweet. Ein bisschen Ausdauer könnt ihr nicht schaden. Ich sehe einen Stego. Dann seid ihr aber ziemlich ein paar mehr. 64-52 schon wieder, ne? Wir sind jetzt direkt im Sumpf. Du hast kein GPS mit, ne? Ach, nee. Weiß ich nicht. Nee, okay, alles klar. Ich bin. Nee, ich hab falsch schon geguckt. Ich wollte zu 54 hin. Also, wir sind von unserer Base. Ja, nee, ich hab euch gleich. Nee, nur damit du es weißt, wir sind da direkt in diesem Fluss jetzt drin. Und dem Flussverlauf folgen wir in Richtung Nordosten. Ich bin auch im Fluss. Ah ja, da sehe ich euch, glaube ich. Ich wollte gerade sagen. Wie hoch? Ja, würde ich sagen. Also ich sehe jetzt gerade nichts, weil es ist halt schwierig, auf dem Flieger durch die Bäume zu fliegen. Okay, ich bin über euch. Passend. Und ich muss mal eben doch kurz landen, weil ich brauche Ausdauer. Was macht ihr da? Kleinen Snack. Kleinen Snack. Dann nimm doch hier den Paracetamol hier. Welchen? Ja. Ich sehe keinen. War aber lecker. So, aber ihr wollt jetzt den Berg hier hoch oder? Wir wollen jetzt eigentlich in Richtung Nordosten, weil wir uns da beziehungsweise in Richtung Norden zu den Bergen. Ich pack mal das GPS aus. Das ist vielleicht besser. Okay. Nordost. Okay, alles klar. Eigentlich hätten wir da auch besser im Fluss bleiben können, bevor wir uns hier im Wald wieder verirren, oder? Ja. 20 Uhr, warum geht mir die Sonne unter, Mensch? Ich wollte doch auch Schau halten. Ist noch Sommerzeit. Ihr lauft ja auch wieder runter, ne? Ja. Das ist Sommerzeit, ja. Ja, hast recht, ist ja noch Sommerzeit. Oh, Moment, bei mir dreht gerade ein Skript frei. So, jetzt. Wie ein Skript? Ja, hin und wieder verschluckt sich hier von Ark irgendein Skript, da gehen mir die FPS runter in den Keller. Okay. Aber sie bleiben dann auch im Keller. Also ihr könnt euch durch mehrere Rodine gleich fressen, wenn ihr hier weiter entlang lauft, aber sind noch ein paar Meter. Mal gucken. Planschi. Ich wollte gerade sagen, dein Spino ist doch jetzt in seinen. Wie selten sind die überhaupt, Alphas? Also sie tauchen immer dann auf, wenn man sie nicht gebrauchen kann, ist mir schon klar. Aber, ja. Ich könnte jetzt sowas von keinen Alpha gebrauchen, denn. Das wäre total das wär nervig, jetzt richtig, wenn da jetzt ätzend, einer. Ja. Ich würde ich sofort ausmachen. Rage Quit. Oh Schreck. Frösche. Langsam wird's dunkel. Ich dachte mir eigentlich eher so, jetzt kommt hier gleich wieder ein Frosch angehoppelt, den Xyra toll findet. Und dann wird wieder gezähmt. Nee, jetzt wird nicht gezähmt, keine Zeit. In der Nähe von Gebäuden hängen die ja auch eher seltener rum. Auch bei uns vor der Tür waren öfters aber nur welche. Aber der hier ist schon so ein bisschen schick. Aber Xyra. Er ist schon tot. Er ist tot. Keine Angst. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich brüll dich an. Hier, wenn hier einer wäre, das wäre cool. Aber guck mal richtig schön von oben. Ich kann mal eben Metall besorgen, wenn ich schon mal hier bin. Hier liegt gerade richtig viel rum. Dann kann ich mich wenigstens mal irgendwie für mich ein bisschen nützlich machen. Achso, richtig, ich hatte ja
das hatte ich ja außerhalb der Aufnahme festgestellt. Ich wollte mir Gewehrkugeln herstellen. Aus einem Ingot kriege ich zwei Kugeln raus. Da habe ich gesagt, Dankeschön. Lass ich erstmal. Derzeit ja. Also wenn du später dann dementsprechend genug Metall gefarmt hast, dann geht das relativ. Ja, deshalb habe ich jetzt auch mal eben 62 eingesammelt, wenn ich schon mal hier bin. Kann ich das ja machen. Weil ich warte eh darauf, dass es etwas dunkler wird und ihr müsst dann ja auch noch herkommen. Da knabbern Piranhas an meinen, an meiner Ferse. Danke. Besser? Viel besser. Hier könnte man eigentlich richtig schön Hütte errichten. Ich habe ja so einen freistehenden Felsen, weißt du? Da könnte man richtig nett eine Hütte errichten auf diesem Felsen. Kommt mitten keiner im hoch. Sumpf? Naja, du brauchst halt schon ein Flugtier, sonst kommst du ja nicht hoch. Naja, es sei denn, du brauchst ja halt eine schöne Leiter oder so eine Wendeltreppe hoch, ne? Das geht natürlich auch. Oh, ein Ovi. Hier schwimmt ein Ovi. Da schwamm ein Ovi. So. Richtig. Okay, mehr darf er jetzt auch nicht mehr tragen. Dann wird er noch langsamer. Ja, sonst ach, ihr seid ja schon. Genau, der Felsen, der hier ist. Da war ich drauf. Ach so, der ist cool. Schick. Ja. Der ist richtig nett. Da kann man sich theoretisch eine Brücke rüberbauen hier auf die andere Seite und... Oh, was steht denn hier? Nee, das ist kein... Hier ist ein Giganthund, glaube ich. Oder was? Ist das einer? Ja, ne? Oh. Ja, das muss einer. Wenn er größer als ein Rex ist, ist es ein Giganotor auf jeden Fall. Das sieht ziemlich groß aus. Wo bist du denn? Hinter dem Felsen. Oh ja, der ist deutlich größer. Fuck, das ist einer. Wir gehen außen rum. Ja. Rückwärtsgang. Den hau ich nicht in den Schlund. Überleg mal. Ich hänge dir an deinem Schwanz fest. Und ich an deinen. Das klang noch schwieriger. Das ist interessant. Ich finde, interessant ist da sehr leichtfertig benutzt. Komm, wir gehen hier lang. Überleg mal, es ist ein 158er Rex und ein 164er Spinora. Die sind aus vor so einem kleinen Giganotor, ne? Ja, Auf welcher Seite? Ihr seid jetzt rechts vorbeigelaufen, ne? Ja. Rechts, kommt drauf an, wo du warst. Ja, von da, wo ihr wart, rechts dann. Wahrscheinlich den Berg hoch seid ihr, ne? Ja, da seid ihr. Stück. Genau, ich finde euch. Guck einfach, wo die Bäume fallen. Na, hier ist irgendwo ein Kanu vor euch gewesen, kleiner, aber... Ich krieg die immer nicht mit, ich beiß mich hier so durch den Dschungel durch und irgendwann erwische ich die dann mal so am Rande. Was mir mit dem Spino gerne passiert, ist, dass ich kleinere Tiere einfach zertrampel. Ja. Ach, hier sind Schweine auf der Flucht. Ja, Raptoren sind hier unterwegs. Hier ist ein T-Rex, ein Raptor, ein Bronto meine ich. Ja, und ein kleiner Rex. Ah ja, da, genau. Du bist ja schon da. Ah, klein, der war 120. Also, dass meinem Spino die Ausdauer flöten geht, das passiert auch höchst selten. Ja, Guru ist fix, ne? Ach, du bist ja auch schon wieder da. Du hast ja aufgeschlossen. Bin da, ja. Okay. Gamma drehe ich jetzt mal nicht höher, weil das wäre ja kontraproduktiv zum Finden, ne? Eigentlich. Also, ich habe mir den Gamma-Wert das so auf 3.2 gesetzt für die Nacht. Oh, das noch zwei Rexis vor euch. Die beißen sich auch schon gegenseitig kaputt. Ja, jetzt kommt der dritte. Ich dachte, die hätten der möchte mitspielen. Ich glaube, die haben sich nur lieb. Little up, baby. Das ist gut. Welchen nimmst du? Ich nehme rechts. Alles klar. Nämlich noch ein Para gratis. Oh, der ist aber rot. Und was für ein Level bist du? Ich sehe das Level nicht. Egal, du bist jetzt... Ach, zwei Bissen. So, was gebe ich ihm denn mal? Melee Damage kriegt er jetzt mal ein bisschen dazu. So. Alpha. Was? Wo? Hier unten. Alpha Raptor. Wasser? Ja. Da. Am Raptor. Moment, ein Raptor. Ihr seid doch schon bestimmt ein paar Meter weiter vor mir. Nee, wir sind da, wo eben die beiden Rechse waren. Okay, ich bin bei euch. Ach, da ist er. Okay. Dann haut drauf.
Level 8. Hat sich ja fast gar nicht gelohnt. Also EP-technisch hat sich das für meinen Vogel gar nicht. Der hat, glaube ich, gar keine dazu bekommen. Ja, mein Rex hat ganz gut jetzt was abgekriegt. Aber ich glaube, mein Vogel kann auch nicht mehr leveln. Der hat jetzt 17.864. Der kann noch. 19.000. Der kann noch. Bis wie viel denn? Ich meine, weiß nicht. Ich habe die Liste leider nicht mehr hier offen. Da, aber da müsste doch irgendwann mal... Naja, okay, gut. Es dauert halt nur, aber der kann noch leveln. Ach, der muss ja gar nicht mehr leveln. Das ist ja okay. Ich sollte das nächste Mal absteigen und mich todesmutig auf irgendeinem Felsen verkriechen oder sowas. Das könntest du auch machen. Boah. So, Halbzeit. Und ein Raptor. Also zumindest schon mal einen Alpha gefunden. Immerhin haben wir einen Alpha gefunden, ja, aber wir wollten ja den Rex. Richtig, wobei ich beim Rex auch am Überlegen bin, dass ich da dann mal absteige und Drogo das machen lasse und dass ich dann auch ein bisschen mehr EP bekomme. Also ich als Person. Oh, mir reicht doch die EP, die ich so bekomme. Ja gut, ihr seid ja auch eh schon höher im Level. Ich guck gerade mal. Hier wird es jetzt irgendwann sehr... Wir nähern uns an der Küste, wenn wir hier weiter entlang laufen. Ja. Ich würde sagen, wir machen einen Schlenker nach links Richtung Vulkan. Ja. Jo. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Moment, ich muss mich mal kurz Gamma höher stellen. Sonst wird es nämlich schwierig. Ah, merkt schon, dass ich gut beladen bin. Also so super schnell fliegt er nicht mehr. Ja, dann reicht's noch. Dann komm mal runter. Lande mal eben hier neben mir. So gut. Dann müsst ihr noch irgendwo am Wasser sein, ne? Oder seid ihr schon... Ja, knapp am Wasser. Ich bin eine ganze Ecke vorgeflogen, deshalb. Hast du Koordinaten nochmal? Treffen wir uns bei der blauen Supply Crate, die hier gerade runtergekommen ist. Die müsstest du sehen. Eine weiße ist hier. Nein, eine blaue. Am Horizont eine grüne. Hier sind's. Ach, da seid ihr schon. Okay, krass. Aber schon ein bisschen im Landesinneren, ne? Nö, gar nicht so weit. Du hast die zweite jetzt, glaube ich. Also Koordinaten sind... Ich sehe hier keine. 25, 65. Ja, ich bin bei 32, 70. Das erklärt einiges. Denk dran, unsere Kampfpanzer sind keine D-Züge. Richtig, es sind Kampfpanzer. Doch, das ist die, zu der ich hin wollte, 25, 65. Dann seid ihr doch schon ganz schön im... Oder habe ich nur die Orientierung verloren? Ja, so viel ist das ja gar nicht. Die steht auf dem Hügel, ne? Ja. Ja, genau. Ich sehe euch ja. Dann landest du neben mir und dann packst du aus deinem Terrano dann mal was bei mir rein. Erstmal landen können hier mit den ganzen Steinen, ne? So, okay. Ich sehe nur... Ah, da. F. Ich mache vor ein bisschen Platz. Ganzen Scheiß, den ich mehr brauche. So, der kann ja noch tragen, ne? Doch, locker. 400 Kilo hat er noch offen. Dann schnappe ich mir die anderen 58 Kilo auch noch. Und plötzlich ist es dunkel um mich geworden. Entschuldige. Ich habe dir das Licht ausgeknipst. War pure Absicht. So, okay, jetzt lege ich mal weiter durch die Gegend und versuche mal hier zu erforschen. Ihr wollt dann weiter Richtung, Ich glaube Richtung Vulkan, ne? Richtig. Richtung Westen, Nordwestern, ne? So. Ja. Okay, zu steil. Ich glaube, da vorne wäre eben besser gewesen, ne? Es ist echt stockdunkel, ne? Jetzt erst. Lass meinen Schwanz in Ruhe. Jetzt überlege ich, ob ich da mal etwas überdrehe oder nicht. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber durch die Bäume durch siehst du die Viecher ja auch nicht. Wenn er hier nicht gerade irgendwie auf einer Lichtung steht, erkennst du die auch nicht so. Die Alphas kannst du definitiv erkennen. Kommt hier jetzt ernsthaft gleich wieder eine Crate runter? Na, das ist mal Timing. Ich sehe gerade echt schlecht. Ja.
Geht mir nämlich genauso. Das Problem ist einfach, Gamma hochdrehen ja. Wird hier nicht noch mehr... Nee. Es ist auch neblig. Ja. Na gut, ich bin jetzt auf dem Vulkan, macht ja auch nicht so viel Sinn. Zwischen den beiden Vulkanen fliege ich mal durch. Das sind ja quasi zwei Berge, ne? Ja, ja. Also wir haben jetzt hier gerade null Sicht. Xyra, die leuchtet. Ich sehe auch gar nichts. Hier leuchtet was. Alpha-mäßig? Ja, aber auch nur ein Raptor. Level? Kein Fernglas dabei? Doch, habe ich, aber... Moment. Wo ist er? 16, glaube ich. Ja, Male Alpha Raptor, Level 16. Oh shit, ich bin gelandet. Beim Gucken durchs Fernglas. Alles klar. Oh. So, jetzt sind wir oben, aber ich sehe echt nichts. Ja, ich navigiere jetzt auch weiter. Also der ist bei, der ist aber schon am Berghang, ne? Der ist bei 2660 ist der. 2660? Der ist bei dem ersten Vulkan ein bisschen am Hang, also ein bisschen schräg hoch, aber noch relativ weit unten. Bei 2660 stehe ich gerade. Ich schwebe über ihn. Ich muss mich hier gerade mal durch den Dschungel beißen. Ich kann mal eine Fackel in die Hand nehmen. In der Luft. Gar nicht so weit weg von dem blauen Strahl. Da ist einer der... Goro, jetzt habe ich dich verloren. Jetzt habe ich ihn dich aus den Augen verloren. Warte mal. Da bist du okay. Es wird auch schon wieder heller jetzt. Ne? Ah nee, da ist der Raptor. Okay. Ja, jetzt sieht man wieder besser. Ja, seht ihr einen blauen Strahl? Oder ein... Ja, jein, aber... Ja. Ja, 25, 59, also 26, 60. Also wir sind jetzt 26, 60. Komm mal hier um. Ah, da bist du. Ah, ja, da genau, ist der Raptor. Hier, rechts von euch. Ja, genau. Okay. Ups. Na, aber für den Raptor lohnt sich das auch nicht abzusteigen. Yeah. So, ich fliege hier mal weiter zwischen den Hügeln durch, aber am Dunkeln sieht man die schon ganz gut, da hast du recht. Tagsüber ist schlechter, meine ich. Immerhin. Auch also, wenn es kein Rex war, wir haben zwei Alpha-Raptoren schon gefunden. Zwei Da unten ist noch was, da unten ist was. Was? Hier. Das ist ein gutes Auto. Ach, da. Moment. Noch ein Raptor. Noch ein Raptor. Ich bin sofort da. Ihr seid in die Richtung... Ja, ich muss den nur einmal anbeißen, sonst haut er mir hier ab. Ja. Okay, ist in Ordnung. Ich steig ab. Das mache ich jetzt mal, das riskiere ich. Okay. Mein Chaos. Na, der ist schon ein bisschen zäher. Im Gesicht. Ich häng schon wieder in deinem Schwanz fest. Guck mal, Level 96, der hat's gebracht. Level up available. Oh, Khal Drogo auch. Was hat der denn dabei alles? Oh, einen blauen Crossbow. Den nehme ich mit. Passt doch perfekt. Einen blauen Crossbow, eine blaue Metal Pick, ein Ramshackle Bow, noch eine blaue Metal Pick, Pfeile. Oh, eine rote Supply Crate, die muss ich mitnehmen. Ich hoffe, du bist das hier. Okay. Ja, danke. Ich bin's. Ich wollte nur das Fleisch wegnehmen. Ich bin bei der roten Crate, falls man mich sucht, so, ne? Alles klar. Ja, wir folgen dir jetzt. So, was habe ich denn? Level up. Guck mal, das waren jetzt schon drei Alphas gewesen. Ja, auch wenn es nur Raptoren waren, aber... Und trotzdem gute Bilanz. Drogo hatte ein Level up, damit bin ich schon zufrieden. Ich habe 7 Level up. Ich hatte gar kein Level up. Ja, durchs Absteigen, ne? Durchs Absteigen halt. Ja.
Aber ich bin ja auch kleiner vom Level her. Also langsam, ich will jetzt nicht sagen, nähere ich mich an, aber ich bin jetzt 57. Hey, ich könnte jetzt rote Quetz looten, ne? Haha, ich nee, mit rüber. 60, glaube ich. Echt? Mhm. Oh, ein Dämpfer. Nein, das würde ich jetzt Guru auch nicht antun wollen. Das wäre gemein. Das wäre... vielleicht mache ich das doch. Der zieht jetzt dass los. Dass du mir im Moment immer deinen Schwanz ins Gesicht halten musst, ne? Ich hänge da immer dran fest und nein, da sagt ihr jetzt einfach gar nichts. Also aus meiner Perspektive halte ich das Ding gerade an eine andere Stelle. Darf ich leise mit dem Kopf schütteln? Du darfst leise mit dem Kopf schütteln, ja. So, boah, dann packe ich doch den Ramshackle Crossbow weg und pack den ein. Ist doch viel cooler. Ja, nett. Wo bleibt die Crate? Apprentice Crossbow. Auch noch einen kleinen Moment. Hey, seit wann macht denn mein Ptero Geräusche, wenn ich die linke Maustaste drücke? Linke? Achso, ja, Angriff. Der eigentlich schon ja, immer. Das ist eigentlich normal. Aber so deutlich habe ich das noch nie gehört. Irgendwie. Mal sehen, was drin ist. Ob sich's gelohnt hat. So, sagt ja. Auf jeden Fall aus. Ramshackle Heavy Miner Helm. Yay. Eine Blueprint. Das ist schön. Klingt doch gut, oder? Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Zwar so. Jetzt nicht das Nonplusultra, aber... Jetzt großen Bogen zwischen den beiden Bergen wieder durch, so Richtung Süden. Ja, ne? Kann ich dir gleich sagen, wenn der Lag vorbei ist und meine Map sich öffnet? Ja. Ja. Jetzt so langsam Richtung Heimatbase halt. Mhm. Guck gerade mal. Ah, hier mit den Bäumen ist... auch schwierig, was zu sehen. Deswegen ist der Vorteil, ich sag jetzt mal, bei uns irgendwo in der Nähe zu bleiben, weil wir beißen uns durch so einen Wald durch. Und wenn du dann ja, erstmal nee. Hinten dran hängst, das ist ja nicht so schlimm. Nee, ich will ja vorfliegen und gucken und sagen, ja, da ist was und Achtung, ich brauche Hilfe und sowas. Oh, ein Ovi. Kann ich dir eigentlich platt laufen? Wahrscheinlich, wenn ich Stamina hätte. Moment, bist du orange? Bist du orange? Nee, aber du hast eine coole Farbe. Ich habe ihn platt getreten. Gut. Ich hab hier ist ein orange Raptor, aber der ist, der hat keine Wolke. Nee, dann ist das auch kein Alpha. Nee, aber der hat eine schöne Farbe. Die Alphas sind auch größer. Der hat einen richtig orangen Bauch. Sehr schöne, warme Farbe. Und gleich ist er tot, weil es ist ja auf dem Kano an. Ja, doch, der gefällt mir. Aber der hat wieder diese fleischfarbenen Waden. Verwirren dich, ne? Da hast du ja schon Erfahrung mit den fleischfarbenen Waden-Dingern. Ja. Auf jeden Fall. Solange, also wenn du da drauf sitzt und... ist schon komisch. Vor allem, wenn man dann zwischendurch denkt, das sind meine Beine. weißt du, so wie so ein... Ja, die haben dich eine Zeit lang sehr fertig gemacht. Wie auf diesen Faschings... mit diesem Faschingskostüm, wo du, oh. Weißt du, wo du so ein Pferd bist und aber deine Beine dann selber, weißt du, so, wo du so ein Reiter auf dem Pferd. Und ja, ich weiß welches. Ich weiß welches Kostüm du meinst. Genau, es sieht aber lustig aus. Mal kurz verwirrend finde ich. Ups. Richtung. Du den Weg verpasst. Ja, wir sollten ihr Richtung... Ihr reitet doch bestimmt auf die lila Crate zu, oder? Lila Crate? Ne? Ich nichts wissen. Nee, wir reiten jetzt wieder in Richtung Süden zur Base zurück. Ja, aber in Richtung Süden war so... am Berg ist eine lila Crate. Seid ihr schon über den Fluss? Nein, oder? Nee, wir sind kurz vorm. Ah, das ist gut. Dann habe ich euch. Also zwischen den beiden Vulkanen quasi und dann kurz vorm Fluss. Mal gucken. Hier ist mitten im Wald. Ein Paracetamol, da könnt ihr noch nicht gewesen sein. Hier sind mehrere Brontos am See und da werdet ihr auf jeden Fall noch was zu essen kriegen. Am Fluss. Weil wir ja noch nicht genug haben. Ja. Oh, hat hier jemand einen richtig fetten Zaun gebaut am Fluss. Also nicht durch den Fluss, sondern
Ne? Hat sich ein schönes Gebiet da abgesteckt. Das sehe ich aber noch nicht. Sind jetzt direkt am Fluss bei den Steinplateaus. Ach da, okay. Dann seid ihr wahrscheinlich kurz hinter mir. Das sieht jedenfalls für mich wie ein Steinplateau aus. Ja, da oben seid ihr, genau. Und lauft ihr... Wollt ihr... Müssen wir in die Richtung? Nee. Doch. Nicht? Nee, Richtung Westen müssen wir. Ich verwirre mich gerade schon selber. Ja, das ist aber die Richtung. Ja, genau. Ja, die Brontons wären auf der anderen Seite gewesen, aber ist egal. Ja, immerhin. Waren das jetzt zwei oder drei? Nee, zwei, ne? Was? Drei haben wir, genau. Drei Stück in 30 Minuten, ja. Ne, wie sagt man noch in diesem Zivilwesen? Alle 10 Minuten stirbt irgendwo ein Raptor. Hier ist noch ein Rexi. Und ein Ei. Der wird von Skorpion fertig gemacht gerade. Der Rex. Ja. Ja, und dann hat Drogo jetzt einmal zugebissen. Ach, ich sehe gerade, ich habe ein Oviraptor-Ei gefunden. Das heißt, der legt also auch Eier. Davon bin ich jetzt ehrlich gesagt ausgegangen. Nö, ich bin eigentlich nicht so direkt. Nein, für mich war das so, Raptor ist Raptor. Und Raptoren legen Eier. Ja, es ist nur interessant zu wissen, dass der auch speziell Eier legt, weil kann man ja immer nicht wissen. Ja, gut, auch wieder wahr. Streng genommen würde der Sarko auch Eier legen können. Ja, gut, kommt aber drauf an. Aber kein T-Rex-Misch, da habe ich ja schon mal Rückendeckung. Was mich wesentlich mehr interessieren würde, so wie ich das jetzt verstanden habe, sollen die Ovis die Eier sammeln, eins in der Hand behalten und weitere ins Inventar legen. Wenn ich jetzt ein Oviraptor in der Natur zerbeiße, könnte ich Eier sammeln, die er vielleicht im Inventar hat? Eigentlich schon, ne? Eigentlich wäre das logisch. Das wäre und ja sehr geil. Das wäre eine schöne Jagdmethode. Also jetzt nicht, dass ich jetzt speziell auf Oviraptoren gehen würde, aber wenn einer vor die Flinte läuft, würde ich den auf jeden Fall kaputt beißen. Ja, könnte man mal versuchen. Musst du mal ausprobieren. So, ihr seid ja schon fast wieder zu Hause. Jo. Wollen wir auch die Folge denn so beenden auf den Weg jetzt so hierhin? Wir sind auch bei 32 Minuten. Ja, können wir... Ja, da können wir das eigentlich machen. Ja, viel Leid und Elend über das Land gebracht, 7 Level gemacht, hat sich gelohnt. Eine Schneise der Zerstörung im Land hinterlassen. Eine Schneise der Zerstörung, genau. So sieht's aus. Und die Pranken hier hinlaufen, die 6, da wächst auch kein Gras mehr. Nee, und alle wieder gut zu Hause angekommen. Natürlich. Oh ja. Mit Beute. Wir müssen das irgendwann mal mit den ganzen Tribe machen, dass wir dann hier, dass Sarah und Hase die Giganotos mitnehmen und dann noch die anderen Rexe und so, dann machen wir hier einmal komplett den Server platt. Dann kannst du aber auch echt anhand der Bäume allein schon sehen, wo wir durchgelaufen sind. Ja, die Schneise, die wird... Aber da hätte ich ehrlich gesagt mal richtig Bock drauf, so mit keine Ahnung, 4-5 Rex, ein paar Spinos, ein paar Giganotos und dann einfach hier von Norden nach Süden. Ich mache euch schon mal auf hier. Einmal durchmarodieren, ne? Ja. Das Mindeste, was ich tun kann, die Tür für euch zu öffnen, ja. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ja, ich weiß. Das war der Dankesbrüller zum Feierabend. Ja, ich muss jetzt gleich nochmal das Mini-Dödli-Gedöns füttern. Mini-Dödli. Auch schwierig. Oh Mann. So, ich muss erstmal versuchen, mein Dino hier einzuparken. Achso, ich laufe. Was funktioniert, ja. Wir wollten die Folge beenden. Auf jeden Fall. Ja, richtig. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, lasst mal einen Kommentar da, ob wir öfters mal so eine kleine Freiwill durch die Natur-Folge machen sollen. Und ansonsten, ihr kennt das Spielchen. Also, bis zum nächsten Mal denn. Genau, bis dann. Tschüss. Und tschüss. Horrido.